So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, beziehungsweise muss ich ein bisschen improvisieren. Ich wollte nämlich gerade los, wollte hier diesen Bidiza Raid machen. Und jetzt hat das ewig geregnet. Alles ist klatschnass. Jetzt musste ich die Handys da hinten auf die nasse Bank legen. Jetzt musste ich euch hier auf den nassen Zaun stellen. Ich möchte euch aber mal das neue Raid-Feature zeigen. Also die Raids haben sich ein bisschen geändert in ihrer Darstellung. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Es gibt Raid-Statistiken, Raid-Belohnungen. Es gibt eine neue Medaille. Auffällig ist, wenn ihr jetzt auf einen Raid drauf geht, guckt euch das Design an. Statt diese roten Streifen habt ihr jetzt diese blauen Streifen. Ihr habt hinten eine Leinwand, ihr habt hinten ein Publikum sitzen. Das ist ein richtiges Stadion. Das sieht auf jeden Fall alles ein bisschen anders aus. Wenn ihr euch einen anderen Raid hier sucht, seht ihr das auch so. Hier oben ist noch ein Mega Gyarados. Guckt euch das an, wie es plötzlich nicht blau ist, sondern rot. Jetzt raff ich gar nichts mehr. Da sitzen aber auf jeden Fall auch Leute da. Haben unterschiedliche Raids, unterschiedliche Farben, ja. Wie sieht das aus, wenn ich... Ja gut, wir haben nur noch einen Bidiza-Raid hier. Ein Bidiza, das ist bestimmt... Ach, Zapladin meine ich. Ah, bin ich bekloppt. Zapladin ist gelb, weil die Arena gelb ist. Und Bidiza ist blau, weil die Arena blau ist. Das heißt... Oh, schade, es wird natürlich immer nur einmal angezeigt. Sonst war immer alles einheitlich angezeigt. Jetzt zeigt es euch den Raid an. Eingetunkt in die Teamfarbe. Gleichzeitig, falls ihr es noch nicht entdeckt habt, gibt es eine neue Medaille, die möchte ich euch auch mal hier zeigen. Sieht nämlich so aus, Raid-Experte, lande 50 Mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainererfolge. Und was Trainererfolge sind, das möchte ich euch jetzt gleich zeigen. Dazu habe ich den, dazu habe ich hier den Raid angekündigt für 14 Uhr. Polo hat sich eingetragen. Muss ich mal gucken, ob Polo den jetzt wirklich mitmacht. Ich habe euch hier rübergestellt auf die Bank und es fängt schon wieder an zu regnen. Hier tropft alles durch. Da liegen schon die Handys alle bereit. Die wollen jetzt nämlich alle den Bidiza Raid machen. Einfach nur so, weil ich sowieso nichts machen würde mit den täglichen Pässen bei den kleinen Accounts. Aber wenn ich den mit dem großen mache und die kleinen mit, da interagieren die gleichzeitig für Glücksfreunde, weil die alle beste Freunde sind. Jetzt fange ich kurz hier was zum Übergang und melde mich gleich zurück mit dem Raid. So, da ist der Raid. Wir gehen jetzt mal drauf. Vom Polo habe ich noch nichts gesehen. Ich werfe jetzt einfach meinen Pass hier ein. Gleichzeitig werfe ich auch auf den anderen Handys die Pässe ein. Spaßenshalber können wir mal hier gucken, wer online ist und können da noch Leute einladen. Hier sehe ich zum Beispiel den Felix und den Skinny 12. Mal gucken, ob die reingehen, ob die mitmachen. Wenn nicht mehr Leute angezeigt werden, dann scrollt mal eure Liste ein bisschen nach unten. Geht dann wieder drauf, dann zeigt es auf jeden Fall noch andere an. Hier Arthur Hübner steht jetzt da, Ivar Schaf, Baumi. Lade ich die drei auch mal ein. Mal gucken, ob einer von denen noch mit in den Raid geht. Meine fünf hier sind drin. Der sechste hier ist auch drin. Was auch eine Kategorie ist, ist, wenn man das größte Pokémon im Raid hat. Oder den meisten Schaden macht oder die letzte Aktion ausführt und so weiter. Ich möchte jetzt mal hier drauf. Ich habe nämlich vorhin noch ein paar Mega-Entwicklungen gemacht. Habe jetzt hier mein Mega-Bibor drin. Das hat jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Das hat jetzt keine Bedeutung. Ich gucke nur immer, wenn ich 2000 Mega-Energie habe. Mehr könnt ihr ja nicht sammeln. Gehe ich immer drauf. Und entwickle das einfach, auch wenn ich damit gar nichts mache und gar nicht kämpfe. Ich entwickle so lange immer zu abwechseln zwei Mega-Pokémon, bis sie nur noch ungefähr so 1500 Mega-Energie haben. 1500 will ich also immer sammeln. Alles, was drüber ist, versuche ich immer wegzumachen. So, Arthur Hübner ist sogar in den Raid mit reingekommen. Hannes ist in den Raid mit reingekommen, Level 48. Skinny ist mit reingekommen, das heißt... Die werden mir meine Belohnung klauen, ja? Da werde ich bestimmt jetzt nicht mehr der mit dem meisten Schaden sein. Denn die anderen Accounts hier, die wollten eigentlich gar nicht kämpfen. Die sind nur mit in der Lobby und im Kampf. Hier wollte ich draufhauen, sodass ich auch dafür eine Belohnung kriege für den meisten Schaden. Mal gucken, vielleicht kriege ich trotzdem irgendwas wegen der Mega-Entwicklung. Guckt euch das an. Dieses blaue Raid-Symbol, also dieser blaue Hintergrund,
Hier das Go ist auch ganz neu designt. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Wir hauen jetzt einfach hier drauf. Mega Entwicklung am Start. Es geht natürlich auch, wer die meisten effektiven Ladeattacken einsetzt. Das ist auch eine Kategorie. Wir machen das jetzt hier mal durch. Ihr seht, der Kampf ist direkt vorbei. Lassen das jetzt in Ruhe hier durchlaufen. Ihr seht noch im Hintergrund diesen Bildschirm, wo sonst eigentlich schon immer alles grün war. Ihr kriegt eure Belohnungen alles so hinterhergeworfen. Dann kriegt ihr die Erfahrungspunkte. Jetzt, das sind die Belohnungen. Letzter Angriff. Setzte die letzte Attacke ein. Ramses der Dicke. Kampfstark. Hat 395 Schaden zugefügt. Arthur Hübner. Reisender. Hat aus 353 Kilometer Entfernung mitgekämpft. Skinny. Skinny schon das zweite Mal heute was abgeräumt. Also sehr coole Sache. Die anderen hier haben nichts gemacht. Bei den anderen steht das aber auch überall drauf, wie ihr hier seht. Alle haben die gleichen Statistiken. Jetzt laufe ich nochmal hier rüber und stelle euch wieder da oben ab, damit ich nicht die ganze Zeit so gebückt da rumstehen muss. Finde ich auf jeden Fall interessant. Vorhin waren es andere Sachen, jetzt sind es andere Sachen. Also gerade auch, wenn ihr Fanraids macht oder wenn ihr Leute einladet und da ist einer dabei aus keine Ahnung wo, kann der einen Erfolg hier generieren, wenn er einfach der weit entfernteste ist. Schön, dass Arthur hier den meisten Schaden hat. Wenigstens habe ich aber auch noch einen mitgenommen mit der letzten Attacke. Da kriegt ihr jetzt die Zusammenfassung, da kriegt ihr wieder eure Bälle, wie normalerweise. 22 Bälle. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, das ist ein Shiny, das sah so hell aus. Shiny ist natürlich auch möglich. Shiny gibt es momentan in der Wildnis, also ist ja Bediza momentan vermehrt. Ihr könnt Bediza wild als Shiny fangen, aus den Feldforschungen bekommen. Wahrscheinlich sogar aus Eiern brüten, aus Raids raiden. Jetzt habe ich hier meinen allerersten Bediza-Raid gemacht für die Trainer-Hoffnungsmedaille. Gleichzeitig aber auch die Champion-Medaille. Und jetzt auch noch für die Interaktionen, aber jetzt auch noch eben für diese neue Medaille, wo man immer Raid-Errungenschaften bekommen kann. Das ist ein schlechtes, das braucht man eigentlich nicht. Ich gehe aber jetzt mal kurz hier drauf, zeige euch das nochmal. Wie weit wir hier sind. Es müssten hier die Trainerhoffnung bin ich jetzt nämlich bei 143 von 150. Vorhin hatte ich 142, weil ich noch nie einen Bediza geradet habe. Jetzt habe ich das geradet, habe da auch wieder einen mehr drauf. Champion 1328 von 2000, da fehlt noch einiges. Jeder Bediza Raid würde hier aber mit reinzählen. Und hier diese neue Medaille. Raid-Experte, lande 50 Mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainererfolge. Vorhin beim Rigigigas Raid hatte ich den meisten Schaden gemacht und jetzt hatte ich den letzten Angriff. Das heißt, beide Sachen haben dazu gezählt. Wenn ich irgendwann mal aus der Ferne dazukomme bei einem Raid von jemand anderes, bin ich vielleicht der, der am weitesten entfernt ist. Oder wenn ich die meisten Ladeattacken habe, ist doch alles. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall genial. Ihr seht, Niantic macht immer zu was Neues, lässt sich immer zu was einfallen. Macht auf jeden Fall wieder Bock, so zu raiden. Wenn ihr dafür noch belohnt werdet und noch die Medaille pushen könnt, ihr bestimmte Statistiken sehen könnt. Statistiken sind immer eine gute Sache. Ansonsten war es das jetzt, glaube ich, von meiner Seite aus. Garados, ja, sonst ist nichts mehr da. Grüße gehen raus an Arthur Hübner, Grüße gehen raus an Ivar Schaf, Grüße gehen raus an Skinny, die drei, die mitgemacht haben. Keine Grüße gehen raus an Polu, der sich extra eingetragen hat für den Raid und gar nicht mitgemacht hat. Außer er ist direkt 14 Uhr rein und ich habe ihn verpasst, weil ich erst 14.02 Uhr rein bin. Habt ihr schon einen Bediza-Raid gemacht? Habt ihr schon einen Shiny Bediza bekommen? Wie findet ihr die neue Raid-Ansicht, die neue Raid-Statistik? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Achso, warte mal. Müssen wir hier durchdrücken, um zu gucken. Vielleicht ist ja hier irgendwo bei einem ein Shiny Bediza dabei. Ey, du musst so viele Sachen wegdrücken. Das ist so nervig. So, das sieht alles harmlos aus. 382, 85, 96, 405 ist das Beste. Kein Shiny dabei, trotzdem. Ist schon der zweite Raid heute, den ich legit an der Arena mache. Ja? Der Sommer kann kommen,
Das Go-Face kann näher rücken. Pokémon wie früher, ne? Obwohl es regnet. Egal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.